Anfang November. In Lucedio, einer einstmaligen Zisterzienserabtei zwischen Mailand und Turin, treffen die Geisterjäger ein. Im Schatten entweihter Kirchen, in unbewohnten Wirtschaftsgebäuden, Zellen und Sälen soll es spuken wie an kaum einem anderen Ort der Welt. Der Pius VI. Hat es schließen lassen, angeblich war das Satanismus. Und ich denke mal, es ist mit den Jahren immer ein bisschen was dazugekommen. Napoleon, glaube ich, hat es auch gehabt. Also ich sage mal, es kann genauso mit Krieg zusammenhängen, es kann mit Verletzten zusammenhängen. Ich glaube, der andere geht Skifahren oder, ich weiß nicht, golfen. Und wir fahren halt so spooky Orten und schauen, ob dort wirklich paranormale Vorkommnisse sind. Die Volkslegende sagt, hier soll ein Dämon tief unter der Abteikirche eingekerkert liegen, bewacht von 12 mumifizierten Leichen früherer Äbte. Die Mönche hätten hier einst schwarze Messen abgehalten, Bauern umgebracht, Frauen missbraucht, Kinder geopfert, den Satan angebetet. Die Geisterjäger hoffen auf reiche Beute. Für uns ist ja immer Erfolg. Entweder wir finden was, dann ist es Erfolg für uns. Und wenn nichts ist, dann decken wir auf, dass dort nichts ist. Also somit ist es immer ein Erfolg. Ich gehe jetzt runter. Die Kirche wird restauriert. Die Krypta ist erstmals wieder zugänglich. Von Mumien keine Spur. Doch die Geisterjäger haben ohnehin anderes vor. Sie stellen Geräte auf. Sie wollen in tiefer Nacht ungewöhnliche Phänomene, unerklärliche Töne und optische Erscheinungen aufzeichnen. Sie wollen feststellen, ob es hier spukt. Prinzipiell besagt die Theorie, dass, nennen wir es jetzt mal Geister, also elektromagnetische Felder, sagen wir, aus reiner Energie bestehen. Es kommt oftmals vor, dass das sich an einer gewissen Stelle auf einmal ein elektromagnetisches Feld aufbaut, das mit einem mitzuwandern scheint. Also da haben wir schon einige Verfolgungsjagden gehabt, das ging über 1000 Ecken in einem Kellergewölbe. Also egal, wo ich hingegangen bin, dieses Feld kam immer nach. Gibt es Geister oder jenseitige Wesen? Die jüdisch-christliche Tradition bejaht ihre Existenz zum Teil. Jesus treibt böse Geister aus. Das Alte Testament versucht zwar, jede Auseinandersetzung mit Ahnengeistern und sonstigen Götzen zu verbieten, aber es kennt Dämonen und Engel. Wie stellt sich das Christentum zum Geisterglauben? Aus christlicher Sicht gibt es Geister. Zumindest insofern, als man zum Beispiel von den vollendeten Geistern spricht. Das sind also diejenigen, die gestorben sind und von denen man sagt, dass sie im Himmel sind, also bei Gott sind. Die Toten sind nicht irgendwo weg, gleichsam versteckt, sondern sie haben ein Leben, das uns nicht zugänglich ist, aber das wir doch behaupten können. Wir haben schon im ersten Jahrhundert einen Brief des Apostels Paulus an die Korinther, wo diese Frage genau gestellt worden ist. Wie wird es sein, wenn dann diese Geister bei Gott sind? Und da sagt Paulus sehr klug darauf, wir wissen es nicht. Das ist ein Bereich, der sowohl in der christlichen wie stärker noch auch in der jüdischen Tradition, von der Paulus herkommt, verschlossen ist. Das ist nicht Sache des Menschen, sich dorthin zu orientieren, was die Geister tun, wie sie wirken oder nicht wirken, sondern es ist Sache des Menschen, sich zu orientieren in der Welt, in der er lebt. Das Christentum unterdrückt lange die Auseinandersetzung mit der Geisterwelt. Doch im 18. Jahrhundert taucht als Gegenstück zur Aufklärung ein neuer Spiritismus auf. Über die Seelenwelt, das Unbewusste und die ihm entsprechenden kosmischen Geister schreibt der Universalgelehrte Swedenborg. In Schriften angeblich griechisch-ägyptischer Herkunft ist von Geisterhierarchien und ihrer magischen Nutzung die Rede. Das russische Medium Helena Blavatsky macht im 19. Jahrhundert spiritistische Sitzungen und Okkultismus salonfähig. Die Welt wimmelt plötzlich von verstorbenen und lebenden Übermenschen, die mit übernatürlicher Kraft Wunder bewirken. Ein solcher aufgestiegener Meister soll in den 1930er Jahren in Prag gewirkt haben. Der Franz Baron, das war einer der wichtigsten Magier des letzten Jahrhunderts, überhaupt der letzten Jahrhunderte, kann man einfach sagen, hat einen gewissen Schulungsweg vorgeschrieben. Es gibt Millionen von Geistern, genauso wie es Millionen von Verstorbenen gibt und Geistwesen gibt. Was Franz Baron einfach gemacht hat, da hat er 360 Genen beschrieben, komplett mit ihren Eigenschaften. Und das ist einfach seine Hierarchie, mit der er gearbeitet hat und er hat die evoziert. Zum Beispiel in Prag am helllichten Tag einen Blitz erzeugt, da waren Professoren, Zeitungen dort. Und er konnte ja irgendwo hinreisen, das sagt man mental reisen, und hat dort alles beobachtet und genau niedergeschrieben, wie das dann dort war und den Leuten so gesagt. Zum Beispiel eine Wunde, wenn er mit der Hand drüber gefahren ist, das ist sofort verheilt. Ne?
auch eine Geheimwissenschaft? Die Astrologie, die Lehre von den kosmischen Kräften, an die Herrscher und Untertanen in Europa mindestens seit der Renaissance gerne glauben. Handelsvertreter Walter Ogris bietet astrologische Beratungen an, aber auch magische Hilfsmittel, um die Geister und damit das Schicksal zu beeinflussen. Der Geist ist immer da, ne? Deswegen kann man sagen, andere Geister sind auch da immer. Ich muss einfach mich auf sie einstellen, ich muss das einfach schaffen. Ne? Wenn sie sich selber materialisieren können, dann, das gibt es in wenigen Fällen, überzeugten Fällen, aber normalerweise brauchen sie immer einen Mittler. In alten Schriften und den Werken Bardons, so Ogris, findet sich das Wissen und die magische Technik, die man braucht, um die Geister an sich zu binden. Das ist ein ganz altes Buchamulett. Jeder, der es eigentlich bekommen hat, hat auf ganz mysteriöse Weise ist zu alten Schriften, Büchern und so weiter gekommen. Ganz alten alchemistischen Werken, magischen Werken. Es sind Sachen aufgetaucht, die sonst einfach nicht in meinen Möglichkeiten gestanden wären. Die sogenannten hermetischen Schriften enthalten sogar angebliche geheime Anleitungen Christi dazu. Es gibt gnostische Werke, wo das auch schon erwähnt ist, die ganzen Geister, sogenannte Pisti Sophia, da hat Jesus schon auch als ein altes gnostisches Werk schon auch beschrieben, die 12 Archonten, 360 und so weiter, das ist auch damals schon erwähnt worden. Meistens Leute bezeichnen das als Engel, wir bezeichnen das als Genien, die sind einfach zuständig für verschiedene Lebensbereiche. In seinem eigenen Tempel widmet sich Ogris der Fertigung von Amuletten und der Beschwörung von Geistern für sich und für seine Kunden. Allerdings ist es mit Äußerlichkeiten und Sprüchen nicht getan. Der Magier muss den eigenen Geist völlig beherrschen. Und das Ziel des Ganzen ist einfach, das Bewusstsein so zu schulen, dass man das sich vom Körper trennen kann und an den feinstofflichen Bereiche wandern kann und dass jeder Gedanke, den man oder jeder Wunsch, den man hat, materialisiert. Und scheinbar gibt es gewisse Adepten, die das konnten. Es geht ja nicht darum, an Macht zu bekommen, Reichtum zu bekommen, Frauen, wie auch immer. Also es geht wirklich um die eigene Entwicklung, den Menschen dahin zu bringen, wirklich ein Ausdruck vom Göttlichen zu sein. Von Feng Shui bis Harry Potter, Magie ist populär. Sie hängt mit einem unausgesprochenen Geisterglauben zusammen. Man hofft durch Manipulation des Jenseits, das Diesseits in den Griff zu bekommen. Magie, das ist eigentlich ein religiöser Akt, der sich biblisch gesehen gegen Gott wendet. Ich eigne mir Kräfte an, die ich als Mensch nicht habe und durch die ich dann in eine bestimmte Machtposition hineinkomme, die anderen möglicherweise schadet, möglicherweise hilft, aber sicher nicht zum Menschen gehört. Wenn ich etwas magisch behandeln kann, dann verfüge ich ja nicht nur über das, was ich jetzt magisch herbeiziehe, sondern ich wende das meistens auch gegen einen anderen, selbst wenn es in einem guten Sinn ist. Er kommt mir dann nicht mehr aus. Man muss die vermeintlichen Geister allerdings nicht unbedingt herbeirufen, um sich Unheil einzuhandeln. In vielen Weltgegenden bekommt man auch unfreiwillig mit ihnen zu tun. Yvonne Schaffler, Ethnologin aus Wien, hat in der Karibik sogenannte Besessenheitskulte untersucht. Geister haben Gesichter, Geister sind oft so wie Menschen. Das ist etwas, mit dem man als Mensch etwas anfangen kann. Dieses Material wurde von Yvonne Schaffler in der Dominikanischen Republik aufgenommen. Eine Frau erleidet einen Anfall, der magisch gedeutet wird. Gerade in der Karibik werden Geister im menschlichen Körper manifest. Das heißt, sie ergreifen vom Menschen Besitz und machen den besessen und leihen ihm ihre Stimme. Und diese Leute werden dann von den Geistern geritten, aber halt nicht im zeremoniellen Rahmen, sondern im Alltag, fallen dann zu Boden, wälzen sich herum, erleiden motorische Ausfälle, können sich danach nicht mehr daran erinnern. Oft gehen sie dann zum Arzt oder zu mehreren Ärzten, die können ihnen auch nicht weiterhelfen. Und irgendwann landen die halt beim Heiler, der ihnen
denen dann sagt, ja, das sind die Geister, die mit dir Kontakt aufnehmen wollen und das ist an sich was Gutes. Man muss es nur noch in den Griff bekommen und da legt man den Leuten eine Initiation nahe. Sie müssen dann lernen, richtig mit den Geistern umzugehen, damit diese Besessenheiten dann stattfinden, wenn es passt, also im zeremoniellen Rahmen und nicht mehr irgendwann irgendwo auf der Straße oder zu Hause. Es wird überlegt, welcher Geist das sein könnte. Er bekommt einen Namen, verliert diesen Schrecken, die Erfahrung ist nicht mehr so unbekannt. Sie kann eben eingeordnet werden in dieses schon bekannte religiöse System. Ich denke, die Realität ist eine Gewohnheitsrealität und wenn man aufwächst in dem Glauben und dem Wissen, dass sich die Geister in Menschen manifestieren, dann hinterfragt man das nicht großartig. Man hat ein Mysterio de Cabeza, das ist der erste und wichtigste Geist, von dem man besessen wurde, der einem in Träumen mitteilt, was er gerne möchte. Oft muss man pilgern gehen, man muss ihm opfern. Man muss sich um die Geister regelrecht bemühen. Man hat auf seinem Altar alle Geistwesen stehen, mit denen man arbeiten möchte und kann und muss die auch entsprechend aktivieren und umwerben. Und wenn das Verhältnis ausreichend gut ist, dann kann man den Geist auch dazu bitten, dass der etwas für einen tut. Man kann ihn ausschicken für magische Manipulationen, man kann ihn um Hilfe bitten, er soll einen selber heilen oder jemanden anderen, aber dazu muss man eben sehr viel investieren. Wer sich von den Geistern reiten lassen kann und mit ihnen umgehen kann, der ist gesellschaftlich angesehen. In Europa würde solche rituelle Besessenheit oder heilige Krankheit nicht als Normalität akzeptiert. Dennoch gibt es auch bei uns Menschen, die ähnliche Symptome zeigen. Ein Fall für den Psychiater und früher traditionell für den Exorzisten. Bei uns, wo doch das Christliche, ein christliches Paradigma vorherrschend ist, wird Besessenheit als etwas Beängstigendes empfunden, als etwas, das man unbedingt wieder loswerden sollte. Das wird als eingedrungene negative Kraft wahrgenommen, als etwas Diabolisches, Dämonisches, und dem begegnet man mit Exorzismen. Das ist nichts, was man kultivieren möchte. Deshalb gibt es bei uns keine Besessenheitsriten. In anderen Kulturen stehen Totengeister und Dämonen im Zentrum der Weltdeutung. Im Christentum nicht, denn für Jesus war es wichtig, die menschliche Seele zu heilen. Auf dem Boden der pharisäischen Glaubensbewegung, der auch Jesus angehört und auch Paulus im Neuen Testament, ist man davon überzeugt, dass solche Geister auch Besitz ergreifen können von der Seele der Menschen. Es ist sehr wichtig, dass wir die Wunderheilungen im Neuen Testament, die von Jesus historisch glaubwürdig berichtet werden, von Teufelsaustreibungen, die dort erzählt werden, übersetzen in die Sprachebene der heutigen Psychoanalyse und Psychosomatik. Die psychoanalytische Erklärungsebene dürfte nicht verlassen werden. Sie bewahrt uns davor, dass wir Phänomene, die in unserer Seele sich ereignen, für etwas interpretieren, das von draußen auf uns zukommt. Das ist psychologisch im Erleben sogar korrekt. Es ist das Unbewusste, das Ich-Fremde, das hineindrängt in die Persönlichkeitsmitte. Menschen, die schon seit der Kindheit Wesen aus einer anderen Welt zu sehen scheinen, gibt es auch bei uns. Am Wilden Kaiser in Tirol lebt Conny Miedler. Sie hat es zu ihrem Beruf gemacht, anderen den Wald und seine Bewohner zu zeigen. Wie ich klein war, hätten sie mich bei einer grünen Star operiert, weil ich immer von Farben erzählt habe, die ich an Personen wahrnehme. Ich habe auch wahrgenommen, wenn irgendwo jemand gestorben war. Nur früher war das einfach nicht so, dass ich jetzt gewusst habe, dass der eigentlich verstorben ist. Und später dann habe ich gemerkt, dass ich einen unglaublichen Zugang zur Pflanzen- und Tierwelt habe. Also es gibt sicher Menschen, die sie sehen können. Früher als Kind habe ich es auch wahrgenommen, so als wie man sich das halt vorstellt, wie im Märchen, so Kobolde, Zwerge aus Büchern. Jetzt ist es so, dass ich sie einfach wahrnehmen, ja, von der Energie her. Und das war das Schwierige eigentlich zu lernen, ob das jetzt meine Empfindung ist oder ob das, was im Raum ist, sich mitteilen will.
Mit ihren Wahrnehmungen kommt Conny Miedler lange nicht zurecht, bis sie als 20-Jährige nach Südamerika reist. Und dann ist eben das Entscheidende passiert, dass ich eben zu Indianerstämmen gekommen bin, die selbstverständlich mit sowas umgehen, ganz auf natürliche Art. Und da habe ich zum ersten Mal die Begegnung gehabt mit sozusagen Geistwesen aus einem fremden Kontinent. Conny Miedler bleibt jahrelang im Urwald als Übersetzerin und Assistentin des Schamanen Don Augustin, der mit Pflanzensubstanzen und Geistreisen heilt. Auch sie lernt, mit Pflanzen umzugehen und in die Anderswelt zu reisen. Es ist sozusagen ein schnellerer Schuh, mit dem man sich dann bewegt, wie wenn man einen anderen Schuh anzieht. Ja? Gehen müssen wir mit den Füßen, aber wir können die Schuhe wechseln und verschiedene Boden damit betreten. Conny bietet Seminare an, in denen sie von der Kräuterwanderung bis zur Selbsterfahrung an sogenannten Kraftorten, vom Dialog mit Pflanzen und Tieren bis zur indianischen Schwitzhütte ihre Welt vorstellt. Also ich bin eigentlich Vermittler zwischen den Welten, ja. Und es war eine große Gratwanderung zwischen Verrücktwerden und Reell. Weil ich einfach spüre, dass das real ist, was sie merken. Und ich da schon durchgegangen bin durch das. Ich habe die Erfahrung schon gemacht. Dadurch kann ich vermitteln. Der Mensch hat die Seele und die Natur hat die Naturwesen. Das werden Zwerge und Gnome sein. Das sind Elfen, die man halt in irgendeiner Form wahrnehmen kann, wenn man Glück hat, wenn man viel Glück hat, wenn man die Fähigkeit dazu hat. Oder halt auch nicht, wenn man nicht bewusst genug ist. Du kommst irgendwo hin und plötzlich stimmt's für dich. Die Umgebung, die Geräusche, die Ruhe dort. Und es hilft einfach, wieder zu dir selbst zurückzukehren. Die Wesen des Waldes sind Bäume, Teiche, Flüsse, Berge, Steine und andere Naturerscheinungen. In der Welt der Schamanen, in die Conny Miedler so lange eingetaucht ist, haben diese Wesen eine Seele. Also die ganzen Naturwesen oder die ganzen Elementarwesen unterstützen uns, die Kraft eigentlich zu haben. Und dieses Fleckchen ist ein heiler Platz. Es ist ein Wesen. Also es ist alles beseelt und belebt. Und also ich gehe mit dem Baum, mit der Pflanze oder mit dem Wasser so um, als wäre es eine Person. Ja? Weil es einfach genauso beseelt ist wie wir selbst. Es hat Seele, es hat Gedächtnis, es hat Erinnerung und strahlt die Kraft aus, die es im Moment hat. Ja? Wenn der Wind ist, ist die Wasserfläche bewegt. Wenn es regnet, ist der Bach stärker. Es ist ein unmittelbares Miteinander in Bewegung sein oder in der Ruhe. Wenn zu mir jemand käme und sage, er hat eine Erfahrung gemacht, die so in Richtung anderer Wesenheiten, Geister und Ähnlichem deutet, und er mir gleichzeitig sagen würde, das ändert ihn nicht oder ändert seine Perspektive nicht, dann würde ich sagen, die Erfahrung ist nicht fundamental. Wenn sie ihn ändert, dann kommt es eigentlich genau zu der Situation, wo es wiederum um die Abschätzung oder auch Abgleichung dessen kommt, was daraus entsteht. Ich würde sagen, und das glaube ich, kann man ganz offen formulieren, wenn Menschen dadurch in ihrem Weg weiterkommen, sagen wir auch näher zum Mitmenschen hin, dann ist das eine Erfahrung, die ich keinem absprechen möchte und schon gar nicht in die Richtung einer Pathologie treiben möchte. Wenn es allerdings zu einer Art fanatischen Besessenheit kommt, dann möchte ich mit diesen Leuten gerne streiten, weil ich meine, dass man zeigen kann, dass hier der Mensch selber Schaden leidet. In Lucedio erinnern sich die Geisterjäger an verschiedene Begegnungen mit dem angeblichen Jenseits, nicht nur hier. Kalte Berührungen, plötzliche Stimmen aus dem Dunkel, regelrechte Angriffe. Der Spuk kann manchmal ziemlich handfest werden. Ursula Hepp hatte ihr stärkstes Erlebnis in einem nächtlichen Wald. So ein ungutes Gefühl wie da runter, das habe ich noch nie gehabt. Und den Beweis habe ich dann in meinem Ohr gespürt. Und es war niemand neben mir.
Also es ist mir wirklich ins Ohr geflüstert worden. Eine männliche Stimme, aber es war niemand da. Aber ich habe es aufgezeichnet. Wir haben Tonbandgeräte und wir bekommen schon immer wieder unerklärliche Stimmen darauf. Um ihre Geräte, wie sie meinen, sinnvoller einsetzen zu können, haben die Geisterjäger eine angeblich paranormal begabte junge Frau in ihr Team aufgenommen. Sie kann, sagt sie, Präsenzen spüren. Du merkst, es ist etwas da, aber du weißt nicht was. Du merkst, wie etwas dich umkreist. Du hörst Stimmen, du hörst dieses Fliehen, du hörst irgendwelche Sachen, ja, und du weißt aber nicht, was es ist. Und in dem Raum, Schlafraum oder was es war, Schlafsaal, was es da gestern war, der war nicht gut gewesen. Also der war für mich ängstlich. Ist jemand hier? Ein großer Teil der Nacht wird damit verbracht, in den verschiedenen Räumen Geister zu rufen. Auch Heike beteiligt sich, gerade in dem Raum, vor dem sie sich fürchtet. Kommt zum roten Licht. Das hat sich schon oft bestätigt, dass wirklich dann ohne ihren Wissen wirklich Sachen aufgetreten sind, was zum Beispiel Klienten auch erlebt haben. Also sie hat mir das dann gesagt, wo sie die Empfindungen hat. Und es ist natürlich dann für uns auch besser, auch zu wissen, wo wir dann gewisse Geräte postieren oder wo wir vielleicht verstärkt Befragungen machen oder sonstiges. Show yourself. Radio materialize. Ursula und Gregor sind alte Hasen in ihrem Geschäft. Sie werden oft zu Spukfällen gerufen, von denen es angeblich in Österreich ein gutes Dutzend jährlich gibt. Hier in Lucedio sind sie aus reiner Neugier. What happened in that room? Und auf einmal kam wie auf Stichwort, geht weg. Wir waren natürlich gleich mit der Kamera drauf und mit zwei Voice Recordern. Wir haben Fragen gestellt wieder. Die Tür hat ziemlich seltsame Geräusche von sich gegeben, von hohen, trötenartigen Quietschtönen bis zu tiefen Tubertönen und immer wieder dieses Gepolter rein. Ja, eines war auch noch dabei, wir haben dann gehört, helft mir. Auch wieder weibliche Stimme. Es waren zweimal weibliche Stimmen. Die Austrian Paranormal Investigators sind nicht zum ersten Mal hier. Einmal schon wurden sie angeblich Opfer eines mutmaßlichen Geisterangriffs. Tina will das Experiment wiederholen und lässt sich an einen Sessel fesseln, auch um ihre Angst zu besiegen. Das ist letztes Mal passiert. Ich wurde mit nicht sichtbaren Händen an den Fesseln gepackt. Mehrere Male, ich habe blaue Flecken davon getragen und ich bin gelaufen, als ein relativ großer schwarzer Schatten auf mich zugelaufen gekommen ist. Es war ein etwas dichterer schwarzer Nebel. Ich habe ihn sehr provoziert. Ich war sehr frech und ich habe ihn vor allem als Feigling und als Piep beschimpft. Aber ich habe mich sehr tief aus dem Fenster gelehnt, also es hat aber absolut nichts gebracht. Es war leider Gottes sehr ruhig. Eine ganze Nacht im Geisterkloster. Für viele Jugendliche ein Traum. Dass Spuk überhaupt immer auf den Erfindungsreichtum von Jugendlichen zurückzuführen sei, sagen Skeptiker, die solche Fälle untersucht haben. Es hat sich immer da gezeigt, auch in Fällen, die angeblich unerklärlich sind, dass wir es immer mit Jugendlichen zu tun hatten, die diese Sachen ganz bewusst getrickst haben. Sie sind dann meistens selber vollkommen überrascht, was sie in ihrer Umwelt, in ihrem erwachsenen Umfeld mit solchen Effekten für Reaktionen hervorrufen können. Es ist im Nachhinein immer wieder verblüffend, wie leicht Parapsychologen und Spukforscher auf den Einfallsreichtum von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen hereinfallen. Parapsychologen sehen das naturgemäß anders. Die Phänomene seien zu außergewöhnlich und zu häufig. Der einstige Mitgründer der deutschen Skeptikerbewegung hat sich inzwischen von seinen Mitstreitern abgewandt. Er sieht die Frage durchaus offen. Sogar diejenigen Menschen, die von Geistererscheinungen berichten, bei sich daheim zum Beispiel, dass sie etwas Ungewöhnliches erfahren haben, verwenden den Geisterbegriff, wenn man genau hinhört, eigentlich nicht. Sie wissen nur, dass sie etwas sehr Ungewöhnliches erfahren haben und einen Begriff dafür suchen, den sie nicht finden. Und es gibt natürlich zum Beispiel den Poltergeist. Das ist ein relativ eng gefasstes Phänomen, das darin besteht,
dass plötzlich Bilder zum Beispiel von den Wänden fallen, Gegenstände umfallen, auch Geräusche manchmal auftreten und so weiter und so fort. Und Menschen völlig verzweifelt sind, es sich herausstellt, dass es immer nur in Anwesenheit von einer bestimmten Person passiert, die sogenannte Fokusperson. Die Theorie der Parapsychologie besagt, es sind keine Geister, die Spukphänomene hervorrufen, es sind Menschen mit ihren Konflikten, ob durch Trick, kollektive Halluzination oder einen bislang unerklärlichen natürlichen Zusammenhang, bleibt offen. Mich interessiert die Frage, wie gehen Menschen denn mit so etwas um? Wie interpretieren sie das? Wie konstruieren sie ihre Realität? Und dann kann es durchaus dazu kommen, dass sich auch so eine Art Gruppendynamik herausbildet und man Dinge gemeinsam erlebt. Die Frage, warum dann sozusagen das Bild objektiv im Sinne von intersubjektiv von der Wand fällt oder komische Geräusche, Poltergeräusche oder so etwas auftreten, das kann ich als Sozialwissenschaftler dann auch nicht beantworten. Was ist wirklich? In der Quantenphysik, auf der Ebene der kleinsten Teilchen, ändert sich das, was ist, in dem Augenblick, in dem man es beobachtet. Information konstruiert die Realität. In der Welt der großen Dinge scheint es anders zu sein, doch die Spukphänomene weisen vielleicht darauf hin, dass kollektive Wahrnehmung die Wirklichkeit mitbestimmt. Dann landet man zwangsläufig bei der Frage, können wir die Realität auch kollektiv irgendwie formen? Ist es überhaupt möglich, dass Realität nicht nur individuell in unserem Gehirn zusammengebaut, konstruiert wird, sondern dass wir das auch kollektiv gemeinsam tun? Dass der Geist unser Bild der Wirklichkeit konstruiert, sagen auch viele Naturwissenschaftler. Wir haben nur Modelle, einen Rahmen, um die Realität einzufassen. Dass die Realität selbst nicht existiert, folgt daraus nicht. Nur, dass sie immer offener ist, als der Rahmen erscheinen lässt. Was es gibt und was es nicht gibt, ist weitgehend von der Konstruktion unserer Wirklichkeit abhängig. Natürlich gibt es im Abendland noch, sagen wir mal, der überwiegenden Mehrheit der vernünftigen Menschen keine Geister. Was heißt das? In anderen Kulturen sind die Geister selbstverständlich. Wenn wir dorthin kommen, können wir dann sagen, dort gibt's auch keine Geister? Oder auch in unserer eigenen Kultur, wenn jemand behauptet, er sieht Geister, ist er damit automatisch schon als krankhaft zu bezeichnen, in dem Sinn, dass er Halluzinationen hat? Diese Fragen sollte man nicht zu schnell und voreilig beantworten. Das Gehirn konstruiert immer. Das Gehirn konstruiert aber natürlich auch in unseren normalen Wahrnehmungen sehr viel. Es ist ja eigentlich sehr naiv zu denken, dass die Welt einfach da draußen so ist, wie wir sie erleben. Das stimmt sowieso mal nicht. Am Universitätsspital in Zürich untersucht man, wie Sinnestäuschungen entstehen. Sie sind, so die Forscher, im Gehirn angelegt. Ja, das ist eines meiner Lieblingsfotos. Das ist, muss ich sagen, das ist kein Fisch, das muss mal gesagt werden. Ja. Das ist eine Fotografie und das ist ein, muss ich gerade mal gucken, das ist ein gekrümmter solcher Schilfrohr. Und das ist einfach die Spiegelung, die ist nicht ganz gerade, oder? Wegen den kleinen Wellen auf dem Wasser. Das ist auch Konstruktion. Wir können nicht umhin, diesen Fisch zu sehen. Wir sehen ihn automatisch, aber er ist eigentlich gar nicht da. Das hat wahrscheinlich einen Sinn, jetzt evolutionsbiologisch eher. Nämlich ist es eigentlich wichtig, dass wir gewisse Dinge eben sehen, zum Beispiel die sich verstecken. Der Tiger, oder, mit dem gemusterten Fell, der will sich ja tarnen, der will nicht gesehen werden. Also zu viel sehen ist manchmal eben gar nicht so schlecht, oder? Sonst wird man gefressen und kann die Gene nicht weitergeben. In der Neurologie beschäftigt man sich auch wirklich mit Geistern. Warum sehen Menschen Wesen, die nicht da sind? Für die Neurowissenschaftler ist das einfach eine Fehlfunktion des Gehirns, hervorgerufen durch ein zu viel an natürlichen Botenstoffen. Derzeit
interessieren wir uns so ein bisschen für die pharmakologischen Grundlagen dieses Geistersehens. Ich sage jetzt Geistersehen, es ist einfach, oder des zu viel Sehens in Mustern. Wir zeigen zum Beispiel Zufallsmuster und geben Leuten eine Vorstufe von Dopamin. Dopamin ist ein Neurotransmitter, ist sehr wichtig für das Erkennen von Dingen, auch für das Denken. Und wir schauen, man weiß zum Beispiel von Patienten, die jetzt wirklich sehr viel zu viel sehen, also die wahnhaft, die halluzinieren, schizophrene Patienten, die haben zu viel Dopamin. Und indem wir jetzt Dopamin eben verabreichen, gesunden Versuchspersonen, denken wir, wir könnten diese Prozesse des zu viel Sehens eben auch im gesunden Hirn studieren. Das ist die Idee. Das Gegenstück zur Beobachtung nicht anwesender Geister und Tiere ist die Wahrnehmung, den eigenen Körper verlassen zu können. Beim Nahtod und anderen sogenannten Out-of-Body-Experiences erleben sich Menschen selbst als Geister. Experimente beweisen, durch ganz einfache Versuche kann jeder Mensch dazu gebracht werden, seinen Körper und seinen Geist als voneinander getrennt zu erleben oder eine Attrappe für den eigenen Körper zu halten. Es ist schon eine Tatsache, und das macht biologisch Sinn, dass wir natürlich uns fast nicht vorstellen können, uns nicht mit unserem Körper praktisch gleichzusetzen. Oder also ich bin dort, wo mein Körper sitzt, wo er geht und so weiter. Das ist eigentlich eine hohe Hirnleistung. Das fragen wir uns eigentlich gar nicht. Wir sind erstaunt über diese vereinzelten Out-of-Body-Experiences. Wir sollten eigentlich erstaunt sein, dass wir nicht dauernd irgendwo so ein Mismatch haben. Oder? Wir sollten eigentlich über die Hirnleistung, über die hohe Hirnleistung staunen, dass wir die ganze Zeit unseres Lebens uns mit unserem Körper identifizieren. Dass der Geist den Körper verlassen kann, ist fixer Bestandteil zahlreicher Meditationslehren. Peter Hirnschall aus Wien hat das erlebt und vermittelt diese Erfahrung weiter. Wir beginnen zu fühlen von unserem Herzen, wie die Kraft von Spirit uns berührt. Da war ich dann so circa 17, 18. War dann ein englischer Heiler auch immer in Wien. Und über den bin ich dann sehr tief in die Meditation hineingekommen. Ne? Also bei mir hat es fast 3 Jahre gedauert, dass ich es zulassen konnte, dass es... Kann man jetzt wirklich sagen, für mich war es eine angenehme Wesenheit, andere sagen vielleicht fremde Wesenheit, in meinen Körper hineinzuschlüpfen. Vollkommen ruhig blickst du nach oben. Durch Meditation, sagt Hirnschall, sei es ihm möglich geworden, zum Medium von Geistern aus dem Jenseits zu werden. Und reines weißes Licht fließt nun herab zu dir. Also mein Bewusstsein, sagen wir so, geht hinaus. Der eine Geist, mein Geist geht praktisch schlafen oder mein Bewusstsein geht schlafen und das höhere Bewusstsein oder die geistige Führung, Schutzengel, fließt in meinen Körper ein. Das Channeln kann durchaus gefährlich werden, etwa wenn böse Geister sich den Weg in den Körper erschwindeln wollen. Da ist halt schon gefährlich, aha, was kommt das für Wesenheit? Die sehen genauso aus, zeigen sich genauso, sind sogar noch spurgenauer, ja, weil die wollen ja praktisch unser Licht, unser Seelenlicht ja, auf ihrer Seite haben. Und ich bin auch da hineingefallen. Ne? Mein Name ist Xenon und werde euch die Fragen beantworten, die ihr vielleicht mitgebracht habt. Mit dem ich die Channelings meistens mache, ist da ein griechischer Philosoph, der heißt Xenon. Wie man sich heute jetzt griechische Philosophen von dazumal aus dem Zeit Platos sich vorstellt, mit einem weißen Gewand gehüllt, ja, mit seinem dicken Stab, kommt er immer daher. In circa ja, 42-jährig zeigt er sich. Ja. Hirnschall channelt mehrere seiner Schutzgeister. Lebenshilfe für die Meditationsgruppe, die diese Art des Glaubens verinnerlicht. Ganz ins Hier und ins Jetzt. Geht's euch gut? Mhm.
Verbindung zu einer Energie, in der ich mich zu Hause finde, wo ich Ruhe und Frieden finden kann. Wenn ich mich an meine erste Meditation erinnere, dann habe ich das körperlich gespürt, die Energien in Form von Kälte. Da hatte ich so einfach das Gefühl von irgendeiner Präsenz. Peter Hirnschall verkauft in Wien Spielwaren. Die Verbindung von Spiritualität und Alltag ist kein Problem, sagt er. Die Bewusstseinszustände bleiben strikt getrennt. Wenn ich jetzt als Mensch, sage jetzt einmal, meinen täglichen Bürojob habe oder in einem Geschäft stehe, wo ich 8 Stunden sitze oder jemandem etwas verkaufe, da habe ich keine Zeit, mich um diese Wesenheiten zu kümmern. Heißt aber wiederum nicht, dass ich die Spiritualität vergesse. Wir leben ja in der astralen Welt. Also die Geister sind immer da. Die spirituellen Techniken sprechen oft von Energien oder Kräften, denen man sich öffnen soll. Ein Geisterglaube, der sich nicht deklariert. Ich fürchte, dass es ihnen weithin nicht bewusst ist. Vielleicht auch deswegen, weil etwas heute in unserer Gesellschaft weithin verloren ist, und das ist religiöse Bildung. Man kann da schwer noch einschätzen, was da religiös und nicht religiös läuft. Es gibt viele Dinge, die dann irgendwie ein therapeutisches Gewand annehmen und mir dann einreden, es tut dir gut, wenn du das oder jenes machst. Ob das dann religiös für sie ist oder nicht, ist ihnen weithin, glaube ich, sekundär. Hauptsache ist, es ändert sich was, es bewegt sich was, es wird wieder irgendwie ein bisschen abgründiger, schöner, mystischer, spiritueller. Zurück in Wien haben sich die Geisterjäger an die Auswertung der Daten aus Lucedio gemacht. Da waren schon ein paar Fotos, die was sehr interessant waren, weil da wirklich eindeutig sich Sachen bewegt haben. Dieser Überwurf hat sich bewegt. Das würde man so wahrscheinlich nie feststellen können. Also das sieht man eigentlich recht gut. Ja. Dasselbe Phänomen haben wir gehabt im Judgment Room, wenn wir dann schon drinnen waren. Das war innerhalb von 20 Minuten, hat sich der Sessel, den wir aufgestellt haben, dreimal verschoben. Die Kamera ist aufgefallen und sie hat alleine geschossen. Ja. 20 nach 4 wird die Kamera so abgedreht. Das heißt, es muss kurz davor gewesen sein, wo wir... Wir haben ja mindestens 20, 30 Fotos von dem Schlafsaal, wenn nicht noch mehr gemacht. Ja. Und haben durchgeschaut, ob da irgendwelche Fotos mit Nebel sind, aber kein einziges mit Nebel. Nur da, wo ich gesagt habe, drück ab, ist ein Nebelfoto geworden. Im Freien hätte ich gesagt, der Nebel bildet sich. Das ist dort nicht gegeben, weil das war weder im Freien, noch habe ich dort so eine Erdbeschaffenheit, die so dunsten kann. Und dann habe ich das auch nur auf 2 Fotos drauf. Doch nicht nur seltsame optische Befunde beeindrucken die Geisterjäger. Die Tonbandstimmenausbeute schlägt alle Rekorde. Das Eindrucksvollste waren sicher die Stimmen. Also es sind ungewöhnlich viele EVP-Aufnahmen drauf. Das heißt, Tonbandstimmen drauf, wobei einen Teil davon wir ja auch wirklich akustisch gehört haben. Ja, dadurch, dass wir mit dem Richtmikrofon durchgegangen sind, das sehr sensibel ist, ja, also haben wir teilweise dieses Mama zum Beispiel auch wirklich gehört. Ja, teilweise sind wir auch wirklich erschrocken. Die waren schon sehr beeindruckend. Und eben auch eine im Judgment Room mit einem Choral, es klingt wie, wenn der Pfarrer predigt, sage ich jetzt einmal, das, was schon ungewöhnlich laut ist und ein eindeutiger Gesang ist. Und Pater della Notte hätten wir verstanden, das wäre Vater der Nacht, und das passt wunderbar natürlich zum Thema. Skeptiker lassen sich von solchen Ergebnissen allerdings nicht beeindrucken. Das wird ja mit einer extremen Verstärkung dann abgespielt, und da kann man dann immer mal Bruchstücke von Sätzen oder Stimmen drauf hören. Der ganze Äther, der ganze Luftraum um uns herum ist ja voll von elektromagnetischen Wellen, von Radiosendern, vom Polizeifunk, von allem Möglichen, und solche Signale können eben auch auf solche Bänder gelangen. Es ist also vollkommen sinnlos, irgendwelche Messgeräte für die Geisterjagd zu verwenden, die ja gar nicht dafür konstruiert worden sind. Es öffnen sich gerade Tore, wo die Menschen ganz, ganz sensibel werden für das. In Großstädten oder
in irgendeiner Wildnis. Ich glaube, dass die Zeit jetzt, man kommt nicht mehr aus. Ist auf fast jeden in irgendeiner Form. Es ist für fast niemanden mehr fremd, dass man mit irgendwelchen Geistern kommunizieren kann. Es ist alles beseelt und belebt. Dass Geisterglaube gerade in einer hochtechnisierten und rationalisierten Welt den Menschen erfasst, ist kein Widerspruch. Durch die jenseitige Welt der Geister versucht man, dem geheimnislosen Alltag Lebenssinn entgegenzusetzen. In unserer Kultur sind Geister vermutlich Symptome einer Verdrängung. In anderen Kulturen ist das ganz anders. In anderen Kulturen sind Geister der selbstverständliche Bestandteil der Wirklichkeit. In unserer Wirklichkeit, die durch den Denkrahmen geprägt wird, gibt es ja keine Geister. Da gibt es aber vieles nicht, gibt es auch keinen Sinn. Und eben auch keine Endlichkeit des Daseins, das wird ja alles verdrängt. Und da kommen dann mit dem Gefühl, dass da etwas fehlt, unter Umständen auch die Geister wieder herein, aber in einer Weise, die durchaus nicht zu begrüßen ist. Vielleicht entspricht Geisterglaube einer ursprünglichen Anlage menschlichen Fühlens und Denkens. Doch er kann auch als irrationaler Ausdruck menschlicher Zerrissenheit betrachtet werden. Es gibt Erfahrungen, meinethalben auch des spirituellen Bereichs, die mir wichtig werden können, aber sie sind nicht göttlich. Gott hält mich demgegenüber frei. Das ist, glaube ich, auch der Kern der Befreiungsbotschaften der biblischen Überlieferung. Wenn es um die Austreibung von Dämonen geht, von bösen Geistern, dann ist genau das der springende Punkt. Gott hält den Menschen frei vom Zwang, der mit solchen Geistern, Kräften, magischen Zusammenhängen verbunden ist. Die selbstverständlich mit sowas umgehen, ganz auf natürliche Art. Und da habe ich zum ersten Mal die Begegnung gehabt mit sozusagen Geistwesen aus einem fremden Kontinent. Conny Miedler bleibt jahrelang im Urwald als Übersetzerin und Assistentin des Schamanen Don Augustin, der mit Pflanzensubstanzen und Geistreisen heilt. Auch sie lernt, mit Pflanzen umzugehen und in die Anderswelt zu reisen. Es ist sozusagen ein schnellerer Schuh, mit dem man sich dann bewegt, wie wenn man einen anderen Schuh anzieht. Ja? Gehen müssen wir mit den Füßen, aber wir können die Schuhe wechseln und verschiedene Boden damit betreten. Conny bietet Seminare an, in denen sie von der Kräuterwanderung bis zur Selbsterfahrung an sogenannten Kraftorten, vom Dialog mit Pflanzen und Tieren bis zur indianischen Schwitzhütte ihre Welt vorstellt. Also ich bin eigentlich Vermittler zwischen den Welten. Ja. Und es war eine große Gratwanderung zwischen Verrücktwerden und Reell. Weil ich einfach spüre, dass das Reell ist, was sie merken. Und ich da schon durchgegangen bin durch das. Ich habe die Erfahrung schon gemacht. Dadurch kann ich vermitteln. Der Mensch hat die Seele und die Natur hat die Naturwesen. Das werden Zwerge und Gnome sein. Das sind Elfen, die man halt in irgendeiner Form wahrnehmen kann, wenn man Glück hat, wenn man viel Glück hat, wenn man die Fähigkeit dazu hat oder halt auch nicht, wenn man nicht bewusst genug ist. Du kommst irgendwo hin und plötzlich stimmt's für dich. Die Umgebung, die Geräusche, die Ruhe dort und es hilft einfach, wieder zu dir selbst zurückzukehren. Die Wesen des Waldes sind Bäume, Teiche, Flüsse, Berge, Steine und andere Naturerscheinungen. In der Welt der Schamanen, in die Conny Miedler so lange eingetaucht ist, haben diese Wesen eine Seele. Also die ganzen Naturwesen oder die ganzen Elementarwesen unterstützen uns, die Kraft eigentlich zu haben. Und dieses Fleckchen ist ein heiler Platz. Es ist ein Wesen. Also es ist alles beseelt und belebt. Und also ich gehe mit dem Baum, mit der Pflanze oder mit dem Wasser so um, als wäre es eine Person. Ja? Weil es einfach genauso beseelt ist wie wir selbst.
Es hat Seele, es hat Gedächtnis, es hat Erinnerung und strahlt die Kraft aus, die es im Moment hat. Ja, wenn der Wind ist, ist die Wasserfläche bewegt. Wenn es regnet, ist der Bach stärker. Es ist ein unmittelbares Miteinander in Bewegung sein oder in der Ruhe. Wenn zu mir jemand käme und sage, er hat eine Erfahrung gemacht, die so in Richtung anderer Wesenheiten, Geister und Ähnlichem deutet, und er mir gleichzeitig sagen würde, das ändert ihn nicht oder ändert seine Perspektive nicht, dann würde ich sagen, die Erfahrung ist nicht fundamental. Wenn sie ihn ändert, dann kommt es eigentlich genau zu der Situation, wo es wiederum um die Abschätzung oder auch Abgleichung dessen kommt, was daraus entsteht. Ich würde sagen, und das glaube ich, kann man ganz offen formulieren, wenn Menschen dadurch in ihrem Weg weiterkommen, sagen wir auch näher zum Mitmenschen hin, dann ist das eine Erfahrung, die ich keinem absprechen möchte und schon gar nicht in die Richtung einer Pathologie treiben möchte. Wenn es allerdings zu einer Art fanatischen Besessenheit kommt, dann möchte ich mit diesen Leuten gerne streiten, weil ich meine, dass man zeigen kann, dass hier der Mensch selber Schaden leidet. In Lucedio erinnern sich die Geisterjäger an verschiedene Begegnungen mit dem angeblichen Jenseits, nicht nur hier. Kalte Berührungen, plötzliche Stimmen aus dem Dunkel, regelrechte Angriffe. Der Spuk kann manchmal ziemlich handfest werden. Ursula Hepp hatte ihr stärkstes Erlebnis in einem nächtlichen Wald. So ein ungutes Gefühl wie da runter, das habe ich noch nie gehabt. Und den Beweis habe ich dann in meinem Ohr gespürt. Und es war niemand neben mir. Also es ist mir wirklich ins Ohr geflüstert worden. Eine männliche Stimme, aber es war niemand da. Aber ich habe es aufgezeichnet. Wir haben Tonbandgeräte und wir bekommen schon immer wieder unerklärliche Stimmen darauf. Um ihre Geräte, wie sie meinen, sinnvoller einsetzen zu können, haben die Geister jetzt Anfang November. In Lucedio, einer einstmaligen Zisterzienserabtei zwischen Mailand und Turin, treffen die Geisterjäger ein. Im Schatten entweihter Kirchen, in unbewohnten Wirtschaftsgebäuden, Zellen und Sälen soll es spuken wie an kaum einem anderen Ort der Welt. Der Pius VI. Hat es schließen lassen, angeblich war das Satanismus. Und ich denke mal, es ist mit den Jahren immer ein bisschen was dazugekommen. Napoleon, glaube ich, hat es auch gehabt. Also ich sage mal, es kann genauso mit Krieg zusammenhängen, es kann mit Verletzten zusammenhängen. Ich glaube, der andere geht Skifahren oder, ich weiß nicht, golfen. Und wir fahren halt so spooky Orten und schauen, ob dort wirklich paranormale Vorkommnisse sind. Die Volkslegende sagt, hier soll ein Dämon tief unter der Abteikirche eingekerkert liegen, bewacht von 12 mumifizierten Leichen früherer Äbte. Die Mönche hätten hier einst schwarze Messen abgehalten, Bauern umgebracht, Frauen missbraucht, Kinder geopfert, den Satan angebetet. Die Geisterjäger hoffen auf reiche Beute. Für uns ist ja immer Erfolg. Entweder wir finden was, dann ist es ein Erfolg für uns. Und wenn nichts ist, dann decken wir auf, dass dort nichts ist. Also somit ist es immer ein Erfolg. Ich gehe jetzt runter. Die Kirche wird restauriert. Die Krypta ist erstmals wieder zugänglich. Von Mumien keine Spur. Doch die Geisterjäger haben ohnehin anderes vor. Sie stellen Geräte auf. Sie wollen in tiefer Nacht ungewöhnliche Phänomene, unerklärliche Töne und optische Erscheinungen aufzeichnen. Sie wollen feststellen, ob es hier spukt. Prinzipiell besagt die Theorie, dass, nennen wir es jetzt mal Geister, also elektromagnetische Felder, sagen wir, aus reiner Energie bestehen. Es kommt oftmals vor, dass sich an einer gewissen Stelle auf einmal ein elektromagnetisches Feld aufbaut, das mit einem mitzuwandern scheint. Also da haben wir schon einige Verfolgungsjagden gehabt, das ging über 1000 Ecken in einem Kellergewölbe. Also egal, wo ich hingegangen bin, dieses Feld kam immer nach. Gibt es Geister oder jenseitige Wesen? Die jüdisch-christliche Tradition bejaht ihre Existenz zum Teil. Jesus treibt böse Geister aus. Das Alte Testament versucht zwar jede Auseinandersetzung mit Ahnengeistern und sonstigen Götzen zu verbieten, aber es kennt Dämonen und Engel. Wie stellt sich das Christentum zum Geisterglauben? Aus christlicher Sicht gibt es Geister.
Zumindest insofern, als man zum Beispiel von den vollendeten Geistern spricht. Das sind also diejenigen, die gestorben sind und von denen man sagt, dass sie im Himmel sind, also bei Gott sind. Die Toten sind nicht irgendwo weg, gleichsam versteckt, sondern sie haben ein Leben, das uns nicht zugänglich ist, aber das wir doch behaupten können. Wir haben schon im ersten Jahrhundert einen Brief des Apostels Paulus an die Korinther, wo diese Frage genau gestellt worden ist. Wie wird es sein, wenn dann diese Geister bei Gott sind? Und da sagt Paulus sehr klug darauf, wir wissen es nicht. Das ist ein Bereich, der sowohl in der christlichen wie stärker noch auch in der jüdischen Tradition, von der Paulus herkommt, verschlossen ist. Das ist nicht Sache des Menschen, sich dorthin zu orientieren, was die Geister tun, wie sie wirken oder nicht wirken, sondern es ist Sache des Menschen, sich zu orientieren in der Welt, in der er lebt. Das Christentum unterdrückt lange die Auseinandersetzung mit der Geisterwelt. Doch im 18. Jahrhundert taucht als Gegenstück zur Aufklärung ein neuer Spiritismus auf. Über die Seelenwelt, das Unbewusste und die ihm entsprechenden kosmischen Geister schreibt der Universalgelehrte Swedenborg. In Schriften angeblich griechisch-ägyptischer Herkunft ist von Geisterhierarchien und ihrer magischen Nutzung die Rede. Das russische Medium Helena Blavatsky macht im 19. Jahrhundert spiritistische Sitzungen und Okkultismus salonfähig. Die Welt wimmelt plötzlich von verstorbenen und lebenden Übermenschen, die mit übernatürlicher Kraft Wunder bewirken. Ein solcher aufgestiegener Meister soll in den 1930er Jahren in Prag gewirkt haben. Der Franz Baron, das war einer der wichtigsten Magier des letzten Jahrhunderts, überhaupt der letzten Jahrhunderte, kann man einfach sagen, hat einen gewissen Schulungsweg vorgeschrieben. Es gibt eine, also Millionen von Geistern, genauso wie es Millionen von Verstorbenen gibt und Geistwesen gibt. Was Franz Baron einfach gemacht hat, hat er 360 Genen beschrieben, komplett mit ihren Eigenschaften. Und das ist einfach seine Hierarchie, mit der er gearbeitet hat, und er hat die evoziert. Zum Beispiel in Prag am helllichten Tag einen Blitz erzeugt, da waren Professoren, Zeitungen dort. Und er konnte ja irgendwo hinreisen, das sagt man mental reisen, und hat dort alles beobachtet und genau niedergeschrieben, wie das dann dort war und den Leuten so gesagt. Zum Beispiel eine Wunde, wenn er mit der Hand drüber gefahren ist, das ist sofort verheilt. Ne? Auch eine Geheimwissenschaft, die Astrologie. Eine Initiation nahe. Sie müssen dann lernen, richtig mit den Geistern umzugehen, damit diese Besessenheiten dann stattfinden, wenn es passt, also im zeremoniellen Rahmen und nicht mehr irgendwann irgendwo auf der Straße oder zu Hause. Es wird überlegt, welcher Geist das sein könnte. Er bekommt einen Namen, verliert diesen Schrecken, die Erfahrung ist nicht mehr so unbekannt. Sie kann eben eingeordnet werden in dieses schon bekannte religiöse System. Ich denke, die Realität ist eine Gewohnheitsrealität, und wenn man aufwächst in dem Glauben und dem Wissen, dass sich die Geister in Menschen manifestieren, dann hinterfragt man das nicht großartig. Man hat ein Mysterio de Cabeza, das ist der erste und wichtigste Geist, von dem man besessen wurde, der einem in Träumen mitteilt, was er gerne möchte. Oft muss man pilgern gehen, man muss ihm opfern. Man muss sich um die Geister regelrecht bemühen. Man hat auf seinem Altar alle Geistwesen stehen, mit denen man arbeiten möchte und kann, und muss die auch entsprechend aktivieren und umwerben. Und wenn das Verhältnis ausreichend gut ist, dann kann man den Geist auch dazu bitten, dass der etwas für einen tut. Man kann ihn ausschicken für magische Manipulationen, man kann ihn um Hilfe bitten, er soll einen selber heilen oder jemanden anderen, aber dazu muss man eben sehr viel investieren. Wer sich von den Geistern reiten lassen kann und mit ihnen umgehen kann, der ist gesellschaftlich angesehen. In Europa würde solche rituelle Besessenheit oder heilige Krankheit nicht als Normalität akzeptiert. Dennoch gibt es auch bei uns Menschen, die ähnliche Symptome zeigen. Ein Fall für den Psychiater und früher traditionell für den Exorzisten. Bei uns, wo doch das Christliche, ein christliches Paradigma vorherrschend ist, wird Besessenheit als etwas Beängstigendes empfunden, als etwas, das man unbedingt wieder loswerden sollte. Das wird als eingedrungene negative Kraft wahrgenommen, als etwas Diabolisches, Dämonisches, und dem begegnet man mit Exorzismen. Das ist nichts, was man kultivieren möchte. Deshalb gibt es bei uns keine Besessenheitsriten.
In anderen Kulturen stehen Totengeister und Dämonen im Zentrum der Weltdeutung. Im Christentum nicht, denn für Jesus war es wichtig, die menschliche Seele zu heilen. Auf dem Boden der pharisäischen Glaubensbewegung, der auch Jesus angehört und auch Paulus im Neuen Testament, ist man davon überzeugt, dass solche Geister auch Besitz ergreifen können von der Seele der Menschen. Es ist sehr wichtig, dass wir die Wunderheilungen im Neuen Testament, die von Jesus historisch glaubwürdig berichtet werden, von Teufelsaustreibungen, die dort erzählt werden, übersetzen in die Sprachebene der heutigen Psychoanalyse und Psychosomatik. Die psychoanalytische Erklärungsebene dürfte nicht verlassen werden. Sie bewahrt uns davor, dass wir Phänomene, die in unserer Seele sich ereignen, für etwas interpretieren, das von draußen auf uns zukommt. Das ist psychologisch im Erleben sogar korrekt. Es ist das Unbewusste, das Ich-Fremde, das hineindrängt in die Persönlichkeitsmitte. Menschen, die schon seit der Kindheit Wesen aus einer anderen Welt zu sehen scheinen, gibt es auch bei uns. Am Wilden Kaiser in Tirol lebt Conny Miedler. Sie hat es zu ihrem Beruf gemacht, anderen den Wald und seine Bewohner zu zeigen. Wie ich klein war, hätten sie mich bei einer grünen Star operiert, weil ich immer von Farben erzählt habe, die ich an Personen wahrnehme. Ich habe auch wahrgenommen, wenn irgendwo jemand gestorben war. Noch früher war das einfach nicht so, dass ich jetzt gewusst habe, dass der eigentlich verstorben ist. Und später dann habe ich gemerkt, dass ich einen unglaublichen Zugang zur Pflanzen- und Tierwelt habe. Also es gibt sicher Menschen, die sie sehen können. Früher als Kind habe ich es auch wahrgenommen, so als wie man sich das halt vorstellt, wie im Märchen, so Kobolde, Zwerge aus Büchern. Jetzt ist es so, dass ich sie einfach wahrnehmen, ja, von der Energie her. Und das war das Schwierige eigentlich zu lernen, ob das jetzt meine Empfindung ist oder ob das, was im Raum ist, sich mitteilen will. Mit ihren Wahrnehmungen kommt Conny Miedler lange nicht zurecht, bis sie als 20-Jährige nach Südamerika reist. Und dann ist eben das Entscheidende passiert, dass ich eben zu Indianerstämmen komme. Ehre von den kosmischen Kräften, an die Herrscher und Untertanen in Europa mindestens seit der Renaissance gerne glauben. Handelsvertreter Walter Ogris bietet astrologische Beratungen an, aber auch magische Hilfsmittel, um die Geister und damit das Schicksal zu beeinflussen. Der Geist ist immer da, ne? Deswegen kann man sagen, andere Geister sind auch da immer. Ich muss einfach mich auf sie einstellen, ich muss das einfach schaffen. Ne? Wenn sie sich selber materialisieren können, dann das gibt es in wenigen Fällen, überzeugten Fällen, aber normalerweise brauchen sie immer einen Mittler. In alten Schriften und den Werken Bardons, so Ogris, findet sich das Wissen und die magische Technik, die man braucht, um die Geister an sich zu binden. Das ist ein ganz altes Buchamulett. Jeder, der es eigentlich bekommen hat, hat auf ganz mysteriöse Weise, es ist zu alten Schriften, Büchern und so weiter gekommen. Ganz alten alchemistischen Werken, magischen Werken. Es sind Sachen aufgetaucht, die sonst einfach nicht in meinen Möglichkeiten gestanden wären. Die sogenannten hermetischen Schriften enthalten sogar angebliche geheime Anleitungen Christi dazu. Es gibt gnostische Werke, wo das auch schon erwähnt ist, die ganzen Geister, sogenannte Pisti Sophia, da hat Jesus schon auch als ein altes gnostisches Werk schon auch beschrieben, die 12 Archonten, 360 und so weiter, das ist auch damals schon erwähnt worden. Die meisten Leute bezeichnen das als Engel, wir bezeichnen das als Genien, die sind einfach zuständig für verschiedene Lebensbereiche. In seinem eigenen Tempel widmet sich Ogris der Fertigung von Amuletten und der Beschwörung von Geistern für sich und für seine Kunden. Allerdings ist es mit Äußerlichkeiten und Sprüchen nicht getan. Der Magier muss den eigenen Geist völlig beherrschen. Und das Ziel des Ganzen ist einfach, das Bewusstsein so zu schulen, dass man das sich vom Körper trennen kann und an den feinstofflichen Bereiche wandern kann und dass jeder Gedanke, den man oder jeder Wunsch, den man hat, materialisiert. Und scheinbar gibt es gewisse Adepten, die das konnten.
Es geht ja nicht darum, an Macht zu bekommen, Reichtum zu bekommen, Frauen, wie auch immer. Also es geht wirklich um die eigene Entwicklung, den Menschen dahin zu bringen, wirklich ein Ausdruck vom Göttlichen zu sein. Von Feng Shui bis Harry Potter, Magie ist populär. Sie hängt mit einem unausgesprochenen Geisterglauben zusammen. Man hofft durch Manipulation des Jenseits, das Diesseits in den Griff zu bekommen. Magie, das ist eigentlich ein religiöser Akt, der sich biblisch gesehen gegen Gott wendet. Ich eigne mir Kräfte an, die ich als Mensch nicht habe und durch die ich dann in eine bestimmte Machtposition hineinkomme, die anderen möglicherweise schadet, möglicherweise hilft, aber sicher nicht zum Menschen gehört. Wenn ich etwas magisch behandeln kann, dann verfüge ich ja nicht nur über das, was ich jetzt magisch herbeiziehe, sondern ich wende das meistens auch gegen einen anderen, selbst wenn es in einem guten Sinn ist. Er kommt mir dann nicht mehr aus. Man muss die vermeintlichen Geister allerdings nicht unbedingt herbeirufen, um sich Unheil einzuhandeln. In vielen Weltgegenden bekommt man auch unfreiwillig mit ihnen zu tun. Yvonne Schaffler, Ethnologin aus Wien, hat in der Karibik sogenannte Besessenheitskulte untersucht. Geister haben Gesichter, Geister sind oft so wie Menschen. Das ist etwas, mit dem man als Mensch etwas anfangen kann. Dieses Material wurde von Yvonne Schaffler in der Dominikanischen Republik aufgenommen. Eine Frau erleidet einen Anfall, der magisch gedeutet wird. Gerade in der Karibik werden Geister im menschlichen Körper manifest. Das heißt, sie ergreifen vom Menschen Besitz und machen den besessen und leihen ihm ihre Stimme. Und diese Leute werden dann von den Geistern geritten, aber halt nicht im zeremoniellen Rahmen, sondern im Alltag, fallen dann zu Boden, wälzen sich herum, erleiden motorische Ausfälle, können sich danach nicht mehr daran erinnern. Oft gehen sie dann zum Arzt oder zu mehreren Ärzten, die können ihnen auch nicht weiterhelfen. Und irgendwann landen die halt beim Heiler, der ihnen dann sagt, ja, das sind die Geister, die mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Und das ist an sich was Gutes. Man muss es nur noch in den Griff bekommen und da legt man den Leuten eine angeblich paranormal begabte junge Frau in ihr Team aufgenommen. Sie kann, sagt sie, Präsenzen spüren. Du merkst, es ist etwas da, aber du weißt nicht was. Du merkst, wie etwas dich umkreist. Du hörst Stimmen. Du hörst dieses Fliehen, du hörst irgendwelche Sachen, ja, und du weißt aber nicht, was es ist. Und in dem Raum, Schlafraum oder was es war, Schlafsaal, was es da gestern war, der war nicht gut gewesen. Also der war für mich ängstlich. Ist jemand hier? Ein großer Teil der Nacht wird damit verbracht, in den verschiedenen Räumen Geister zu rufen. Auch Heike beteiligt sich, gerade in dem Raum, vor dem sie sich fürchtet. Kommt zum roten Licht. Das hat sich schon oft bestätigt, dass wirklich dann ohne ihren Wissen wirklich Sachen aufgetreten sind, was zum Beispiel Klienten auch erlebt haben. Also sie hat mir das dann gesagt, wo sie die Empfindungen hat. Und es ist natürlich dann für uns auch besser, auch zu wissen, wo wir dann gewisse Geräte postieren oder wo wir vielleicht verstärkt Befragungen machen oder sonstiges. Show yourself. Radio materialize. Ursula und Gregor sind alte Hasen in ihrem Geschäft. Sie werden oft zu Spukfällen gerufen, von denen es angeblich in Österreich ein gutes Dutzend jährlich gibt. Hier in Lucedio sind sie aus reiner Neugier. What happened in that room? Und auf einmal kam wie auf Stichwort, geht weg. Wir waren natürlich gleich mit der Kamera drauf und mit zwei Voice Recordern. Wir haben Fragen gestellt wieder. Die Tür hat ziemlich seltsame Geräusche von sich gegeben, von hohen, trötenartigen Quietschtönen bis zu tiefen Tubertönen und immer wieder dieses Gepolter rein. Ja, eines war auch noch dabei, wir haben dann gehört, helft mir. Auch wieder weibliche Stimme. Es waren zweimal weibliche Stimmen. Die Austrian Paranormal Investigators sind nicht zum ersten Mal hier. Einmal schon wurden sie angeblich Opfer eines mutmaßlichen Geisterangriffs. Tina will das Experiment wiederholen und lässt sich an einen Sessel fesseln, auch um ihre Angst zu besiegen.
Das ist letztes Mal passiert. Ich wurde mit nicht sichtbaren Händen an den Fesseln gepackt. Mehrere Male. Ich habe blaue Flecken davon getragen und ich bin gelaufen, als ein relativ großer schwarzer Schatten auf mich zugelaufen gekommen ist. Es war ein etwas dichterer schwarzer Nebel. Ich habe ihn sehr provoziert. Ich war sehr frech und ich habe ihn vor allem als Feigling und als Piep beschimpft. Aber ich habe mich sehr tief aus dem Fenster gelehnt. Also es hat aber absolut nichts gebracht. Es war leider Gottes sehr ruhig. Eine ganze Nacht im Geisterkloster. Für viele Jugendliche ein Traum. Dass Spuk überhaupt immer auf den Erfindungsreichtum von Jugendlichen zurückzuführen sei, sagen Skeptiker, die solche Fälle untersucht haben. Es hat sich immer da gezeigt, auch in Fällen, die angeblich unerklärlich sind, dass wir es immer mit Jugendlichen zu tun hatten, die diese Sachen ganz bewusst getrickst haben. Sie sind dann meistens selber vollkommen überrascht, was sie in ihrer Umwelt, in ihrem erwachsenen Umfeld mit solchen Effekten für Reaktionen hervorrufen können. Es ist im Nachhinein immer wieder verblüffend, wie leicht Parapsychologen und Spukforscher auf den Einfallsreichtum von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen hereinfallen. Parapsychologen sehen das naturgemäß anders. Die Phänomene seien zu außergewöhnlich und zu häufig. Der einstige Mitgründer der deutschen Skeptikerbewegung hat sich inzwischen von seinen Mitstreitern abgewandt. Er sieht die Frage durchaus offen. Sogar diejenigen Menschen, die von Geistererscheinungen berichten, bei sich daheim zum Beispiel, dass sie etwas Ungewöhnliches erfahren haben, verwenden den Geisterbegriff, wenn man genau hinhört, eigentlich nicht. Sie wissen nur, dass sie etwas sehr Ungewöhnliches erfahren haben und einen Begriff dafür suchen, den sie nicht finden. Und es gibt natürlich zum Beispiel den Poltergeist. Das ist ein relativ eng gefasstes Phänomen, das darin besteht, dass plötzlich Bilder zum Beispiel von den Wänden fallen, Gegenstände umfallen, auch Geräusche manchmal auftreten und so weiter und so fort. Und Menschen völlig verzweifelt sind, es sich herausstellt, dass es immer nur in Anwesenheit von einer bestimmten Person passiert, die sogenannte Fokusperson. Die Theorie der Parapsychologie besagt, es sind keine Geister, die Spukphänomene hervorrufen, es sind Menschen mit ihren Konflikten, ob durch Trick, kollektive Halluzination oder einen bislang unerklärlichen natürlichen Zusammenhang, bleibt offen. Ich interessiere die